Hallo, wir sind heute im 22. Bezirk unterwegs und testen hier einen anderen Adventmarkt. Und zwar, wir testen den Adventmarkt der Blumengärten Hirstetten. Hier im Hintergrund, wir sind jetzt am Sonntag um ca. 11 Uhr hier. Der Markt hat immer von Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 22 Uhr offen. Ich bin schon neugierig, wie der Markt ist und ihr begleitet mich. Das Schöne hier am Markt ist, mal abgesehen davon, dass es gerade zum Schneien beginnt, dass man hier immer auch das Palmenhaus besuchen kann. Hier drinnen ist es schön warm, es gibt ein kleines Café und es gibt Tiere zu bewundern. Echt toll, jetzt gerade beginnt es zum Schneien. Also was gibt es Schöneres als die Adventzeit mit dem Schnee? Ja, und wir sind aber hier, um auch das Kinderprogramm zu testen. Und jetzt schauen wir gleich einmal, was heute am Sonntag hier angeboten wird. Hier sehen wir, es gibt eine Bastelstube. Heute ist Kerze und Holz dran. Und es gibt aber auch Stoffbemalen und Farbschleudern. Keramik malen etc. Und was sehen wir hier? Einen Weihnachtsmann, aber auch hier Geschichten für Kinder, die im Café im Palmenhaus erzählt werden. 8. und 15. Dezember. Man sieht, es gibt hier schon einen Kinderschwerpunkt. Und heute am Sonntag sogar einen Weihnachtsmann, der hier herumläuft. Es ist angenehm zu gehen, muss ich sagen, was sehr schön ist. Mit Kinderwagen ist es mal kein Problem. Es ist eigentlich ziemlich weitläufig. Aber das Tolle finde ich jetzt wirklich hier, dass es einfach nicht so überfüllt ist und dass man hier schon angenehm gehen kann. Aber dass es eigentlich auch einen sehr großen Kinderschwerpunkt gibt. Ihr habt jetzt die zwei Karusselle gesehen, aber auch diesen kleinen Zug, der da herumfährt, die Geschichtenerzählerei am 8. und am 15. Dezember, das Palmenhaus an sich, ja, und natürlich die kulinarischen Leckereien für unsere Kleinen. Besonders toll finde ich auch, dass es hier eine Advent-Ausstellung gibt, wo man sich mit seinen Kindern einfach mal ein bisschen was zur Adventzeit anschauen kann. Hier sieht man zum Beispiel, wie der erste Adventbaum, also der Christbaum, ausgeschaut hat. Oder aber auch, was dahinter steckt, dass es den Adventkranz gibt, welche Bedeutung dieser hat und wie er die Wartezeit für die Kinder verkürzt hat. Habt ihr vielleicht einmal Lust, eine Reise in den 22. Bezirk zu machen und dort euch den Adventmarkt der Blumengärten hier Städten anzuschauen? Ja, es ist nämlich eine Reise wert. Es ist nämlich ein ganz spannender und netter Adventmarkt, der von Donnerstag bis Sonntag immer von 10 bis 20 Uhr offen hat. Von den Kriterien, von meiner Bewertung her, es gibt Kinder- und Familienprogramm, ein sehr nettes, eine 5. Es gibt wirklich unterschiedliche Sachen und es gibt auch hier eine Weihnachtsausstellung als Zeitreise verpackt. Also wo man sich unterschiedliche Stationen anschauen kann, wie ist der Weihnachtsbaum entstanden, was steckt dahinter, aber wie ist auch der Adventkranz entstanden. Hier ist das Ganze mit dem Museum Wien in Kooperation gemacht worden. Von der Erreichbarkeit bekommt es nur eine 4. Es ist mit einem Bus, mit 23a unter anderem zu erreichen. Es ist schon ein bisschen außerhalb und hier wird öfters die Anreise einfach mit dem Auto gemacht. Von der Kinderwagentauglichkeit eindeutig eine 5. Es ist sehr schön mit dem Kinderwagen zu besuchen gewesen. Und vom Kinderbunsch auch eine 5. Es gibt unterschiedliche Kinderbunsche. Es gibt hausgemachte Bunsche, es gibt unter anderem den Himbeerbunsch oder auch den Bärenbunsch. Wenn ihr wirklich Zeit habt, schaut euch mal diesen Markt an. Es ist einmal auch etwas anderes zu den ganz überfüllten Märkten. Aber nicht vergessen, er hat natürlich in den letzten Jahren große Bekanntheit auch gewonnen
und je später man hinkommt, umso voller ist das. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei den Adventmärkten, natürlich ganz besonders bei denen, die wir für euch getestet haben. Tschüss, Baba!